Und damit herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Origins Folge 20. Schon, meine Fresse. Geht ja schnell. Das Dragon Age LP ist bis jetzt so lange wie das Trine 2 LP schon länger als das Homefront LP schon länger als das Trine 1 LP. Ach du gute Güte. Es wird dieses schon jetzt bald das längste LP, das ich jemals hatte. Wow. Und das Spiel ist ganz, ganz am Anfang. Naja, das wird wohl eine Weile dauern. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Und die Sterne standen still, die Winde beruhigten sich und alle Tiere der Erde und des Himmels hielten den Atem an. Alles verstummte im Gebet und in Dankbarkeit. Er hat jetzt mehrere Sprüche gebracht, ganz einfach, weil wir mehrere Quests auf einmal abgegeben haben. Noch was? Nö. Das bedeutet, das war's, oder? Wenn ich mich nicht irre. Tatsächlich. Haben wir noch Tassatüre, Karinat, Samael, Kalinat, Denerim. Tatsächlich. Wir sind fertig. Boah, wir sind fertig mit Lothering Skin, das nächste Kaff. Ihr seht, wir haben mehr Zeit mit Reden verbracht als mit eigentlichen Quests. Naja gut, das ist ja nicht schlimm. Das macht man ja gerne. Frag mich, ich mach das nur. Können wir den nochmal zumachen? Wie ihr wünscht. Cool. Dann weiß ich jetzt schnurstracks und zielstrebig hin. Und zwar zu den beiden Kerls, die wir da oben noch irgendwann mal gesehen haben, vor einem Part, zwei Parts, irgendwann dann. Vor zwei Parts, glaube ich. Part Nummer 4, den ich im Stück aufnehme. Oder? Jemand muss uns helfen! Oh. Na, ich danke. Ah. Oh. Bitte Bewegung. Oh Gott. Hau rein. Mach mal. Ach Gott. Tu doch was. Ach du, den, nicht den, den. Warte. Ich bin nicht so talentiert, das Pausen zu holen. Echt? Bist du zu doof für die Kämpfe in diesem Spiel? Mein Gott, ich habe gerade jetzt aus dem Fenster geguckt und es stürmt wie Sau, als ich das letzte Mal aus dem Fenster geguckt habe. Also vor circa 2 Stunden. War schönes Wetter und Sonne. Jetzt stürmt es wie Sau und es sieht übel nach Gewitter aus. Na klasse. Danke, April. Ein Granat. Leider kein Apfel, sondern nur der Stein. Oh, ein Blutmangel. Okay, das gucken wir nachher an. Ein Wundumschlag von einem Alpha. Oh. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Gern geschehen. Wie tief werden? Man könnte so gemein sein. Mein Name ist Bodan Fedig, Händler und Unternehmer. Das hier ist mein Sohn Sandal. Sag hallo, mein Junge. Hallo. In diesen Tagen ist es auf den Straßen ziemlich gefährlich. Dürfte ich fragen, was euch hierher führt? Vielleicht haben wir dasselbe Ziel. Es könnte kompliziert werden, aber ihr könnt euch bei mir gerne anschließen. Kompliziert? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das ein wenig untertrieben sein könnte. Danke für das Angebot, aber euer Weg könnte mehr Aufregung bereithalten, als für meinen Jungen und mich gut ist. Erlaubt mir, euch Lebewohl zu sagen und viel Glück zu wünschen. No. Auf Wiedersehen. Also gut, dann wollen wir diesen Schlamassel mal beseitigen, was? Ich mag die beiden, die sind cool, ihr habt's gemerkt, sein Sohn Sandal, der... Also übrigens, wir werden denen wieder begegnen. Das sollte kein so Problem sein. Ein sich durch die ganze Kampagne ziehender Running Gag. Die beiden. Irgendwie Running Gag ist ein bisschen das falsche Wort, aber ja. Und geil ist auch Sandal, sein Sohn, ihr habt's vielleicht gemerkt, ist ein kleines bisschen schwer vom Begriff. Oh, ich möchte eigentlich noch mit ihnen reden, nochmal. Sobald noch dieser nicht. Schlamassel okay. Beseitigt ist, verschwinden wir von... Ja, gehen wir mal. Oh. Ah, oh, okay, da kann er nicht weiter. Wird gespeichert. Ja, wir würden gerne weiter. Und zwar, wo wollen wir hin? Nach Redcliffe, glaube ich, oder? Badabam. Badabam. Ich mache jetzt mal so Liftmusik, um die Wartezeiten zu überdecken. Da, da, da. Da 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 na na na. Okay, komm schon, das wird jetzt langsam sogar mir zu dumm.
Oh. Okay, das war interessant und kurz. Böse Träume, was? Ihr. Alles wirkte so real. Ist es ja auch, irgendwie. Wisst ihr, ein grauer Wächter kann die dunkle Brut nämlich hören. Das war euer Traum. Ihr habt sie gehört. Der Erzdämon spricht mit der Horde. Und das spüren wir auch. Daher wissen wir, dass es sich wirklich um eine Verderbnis handelt. Der Erzdämon ist der Drache? Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Drache ist. Zumindest sieht er so aus. Aber ja, das ist der Erzdämon. Es dauert eine Weile, aber irgendwann könnt ihr sie verdrängen. Einige der älteren Grauen Wächter meinten, sie würden zum Teil sogar verstehen, was der Erzdämon sagt. Ich kann das nicht. Als ich hörte, wie ihr euch herumwälzt, wollte ich euch darüber informieren. Für mich war es anfangs auch furchterregend. Ich könnte jetzt ein bisschen einen auf Breitarsch machen, aber nee. Wir sind nett. Dafür bin ich hier, um unangenehme Nachrichten zu überbringen und geistreiche Kommentare. Genau, so sehe ich das auch, Junge. Wo ihr schon mal wach seid, wollen wir da nicht gleich aufbrechen? Sind wir jetzt im Lager eigentlich? Hoffentlich, oder? Ja, juhu, endlich. Guckt mal, wer da ist. Aber erstmal möchte ich mit ihm reden. Denn ich habe was für ihn. Was benötigt ihr? Möchte ich etwas fragen? Nur zu. Was genau kann ein Tempel alles gut reden? Im Grunde ist es eine Kampfausbildung. Die Kirche verkündet zwar, dass die Templer nur der Verteidigung dienen, aber lasst euch nicht täuschen. Sie sind eine Armee. Eine weitere Hauptaufgabe der Templer ist die Jagd auf Magier. Dafür lernen wir, Mana zu entziehen und Zauber zu unterbrechen. Da könnten die Templer doch die Kirche leiten. Könnte man meinen, es ist aber nicht so. Die Kirche hält ihre Templer an der kurzen Leine. Wir bekommen Lyrium zur Entwicklung unserer magischen Begabungen. Das heißt, wir werden süchtig. No. Und da die Kirche den Lyriumhandel mit den Zwergen kontrolliert, nun, den Rest könnt ihr euch denken. Schon. Wie schrecklich. Tun sie aber. Und zwar überzeugt davon, im Recht zu sein. Zum Erlernen der Templerfähigkeiten ist Lyrium gar nicht notwendig. Es macht sie nur wirkungsvoller. So heißt es zumindest. Vielleicht stimmt nicht einmal das. Ja, gut möglich. Die Kirche lässt ihre Templer normalerweise auch nicht gehen. Sie könnten ja Geheimnisse verraten. Ich bin eine Ausnahme. Ich hatte Glück. Gag? Oh, was ist denn hier los? Wow. Hier wollte ich was machen. Oh Gott, was ist jetzt los? Es bricht mir jedes Mal, wenn ich was klicke, voll die Framerate ein. Eigentlich hatte ich das gesucht. Da wollte ich nämlich was zeigen. Ah, okay, nee, so geht's nicht. Eher so. Ach ja, so ging's. Geschenk. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ihr habt's gesehen, man kann hier unten, wie sie einen mögen oder eben nicht, man kann ihnen Geschenke geben, je nachdem unabhängig, wer sie sind. Also, welcher Charakter haben sie unterschiedliche Vorlieben und so kann man sich bei ihnen beliebter machen. Ist echt nützlich. Von ein paar weiß ich, was sie wollen. Er mag Figuren und so ein Zeug, so Statuen. Sie Schmuck, logischerweise Knochen. Sie irgendwie so religiöses Zeug. Und der Bilder, was ich echt cool finde. So, gucken wir mal. Ich bin euch dankbar. Das ist wirklich aufmerksam. Bier. Ups, meine Maus. So, komm, nimm. Ein schönes Geschenk.
Vielen Dank. Interessant. Ja, den mochte es jetzt wohl nicht so sehr. Hm? Naja, den bewahren wir uns lieber auf. Den ist nicht für sie. Gibt es ein paar Hauptgeschenke, die wichtig sind, so die plus 10 geben? Ihr haben wir es schon gegeben, glaube ich. Ach nein, noch nicht. Stan kann da nicht mal ausrüsten. Das bringt zwar nicht viel, aber... Hm. Und ein neues Schwert. Seit wann haben wir das? Okay, gehen wir jetzt erstmal dies. Ich will ihn ja nicht einsetzen, deswegen bringt es nicht viel, aber... Ach so. Story-mäßig. Ach komm, nimm. Ich möchte ihn einfach so weit ausrüsten, wie irgendwie möglich. Gut, Schuhe hat er eigentlich schon. Einfach damit er noch was aussieht. So. Gut, gehen wir noch den drauf. So, es sieht er nach Krieger aus. So, das andere brauche ich da eigentlich nicht. Ja. Ach, ja, jetzt kann man noch was entsinnen. Ich wollte noch etwas sagen zu denen hier. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, Unsinn erzählt. Das ist teilweise Unsinn, denn die grauen Viecher im zweiten Dragon Age, die eine Kunari sind, das stimmt ja nicht ganz. Scheinbar, das habe ich noch nachgelesen, sind die Kunari Religionsangehörige, so wie Christen. Und die einfach der Religion des Kuhn, so heißt die, folgen. Und die ganzen grauen Viecher im zweiten Dragon Age, das sind einfach Angehörige eines Volkes, eines anderen, irgendwie Korinis oder so hießen die. Und die waren einfach allesamt, also das ganze Volk, Christus sagen, die Volksreligion bei denen, die sind einfach alle Anhänger dieser Kunari-Religion. Oder Kuhn-Religion, weil Kunari heißt Volk des Kuhn. Und das ist ein Mensch, ist da aber scheinbar dabei bei den Kunari. Da habe ich mich ein bisschen geirrt da drin, gebe ich zu. Nö, sonst haben wir ja nicht mehr so viel zu tun. Also wir könnten eigentlich noch ein wenig mit den Kernen reden, aber haben jetzt mit nicht viel. Das sieht schon cool aus. Ich würde ihn eigentlich gerne dabei haben, aber... Ah, oh. Schön euch zu sehen, mein Retter in der Not. Bodan Feddig steht euch erneut zu Diensten. Jetzt ist er wieder ich da. Ich habe euer Lager gesehen und mich an euer freundliches Angebot bei unserer letzten Begegnung erinnert. Und gibt es für einen Händler und seinen Sohn einen sichereren Ort zum Schlafen? Ich denke nicht. Ich bin natürlich bereit, euch für die Unannehmlichkeiten unserer Anwesenheit einen Rabatt einzuräumen. Wie klingt das? Gut? Ja? Sicherlich. Großartig. Bedank dich bei dem Herrn, Junge. Danke, Sir. Der ist wirklich Seid cool. Versichert, dass wir euch und eure Gefährten nicht belästigen werden. Sprecht einfach mit meinem Jungen, wenn ihr Verzauberungen braucht. Und wendet euch ansonsten an mich. Machen wir gerne. Und jetzt zieht's... Wow, Alter, dieses Geläge. Hallo. Hallo. Der Junge ist ein wenig einfältig. Ein wenig. Aber er kennt sich wirklich gut mit Verzauberungen aus. Einer der Besänftigten hat ihn einmal einen... Wie war das noch? Einen Naturgelehrten genannt. Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt. Welche Verzauberung führt er durch? Er kann Lyrium in nahezu jede Waffe oder Rüstung übertragen. Aber natürlich nehmen ausgefallenere Materialien mehr Lyrium auf als andere. Einige der Meisterschmiede in Orsama wenden diesen Prozess an. Aber mein Junge hier ist ebenso fähig wie Sie. Das stimmt doch, mein Junge. Verzauberung. Seht ihr? Ich mag die beiden. Die sind wirklich cool. Was habt ihr so mein Gebüt? Oh, selbstverständlich, gerne. Folgt mir einfach. Eine Menge übrigens. Alter, diese Lags gehen mir auf den Sack. Was ist los hier? Unfassbar, meine Güte. Der hat so viel geilen Scheiß im Angebot. Einfach, oh, tut mir leid, das war wohl ein Störgeräusch, weil ich ins Mikro gehauen habe. Unfassbar geiles Zeug, aber so teuer. Komm, schmeiß mal weg hier. Oh, das wollte ich noch behalten. Das möchte ich noch gucken, ob das... Der hier zum Beispiel. Wow, der ist echt cool. Ist aber auch saumäßig teuer. Und zwar das, diese Waffe hier. Boom, die ist einfach der Hammer. Haut des Verschwörers. Boah, 20 mentale Widerstandskraft.
Das ist aber auch teuer. Geistschaden bringt uns jetzt nichts. Mein Gott. Der hat so viel geiles Zeug. Alter, nur schon dein Name. Tragbares Bollwerk des irrenden Herzens. Epic, aber ich glaube, irgendwo den kaufe ich mal. Oder? Okay, warte mal. Ich nehme den Helm für Alistair. Und, die finde ich jetzt noch nicht so cool. Aber das hier will... Oh, wir sind zu pleite dafür. Na gut, verkaufen wir noch ein bisschen. Boah, dann sind wir ja komplett pleite. Fiese Sache. Nun gut, dann verkaufen wir ein bisschen anderen Schrott. Aber den will ich haben. Den können wir zwar, glaube ich, noch nicht mehr verwenden. Aber ich will ihn auf jeden Fall haben. Weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob das hinterher ändert, dass so irgendwann anderes Zeug dabei ist. Ich glaube zwar nicht, aber es könnte wenigstens sein. Das kann auch weg. Das brauchen wir echt nicht. Oh Gott, er hat so coole Sachen, aber alles so teuer. Du weißt ja was, ich verkaufe es einfach die. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Geld. So, nimm. Boah, die sind ja gar nichts wert. Oh Gott. Ne, komm, das passt so. Hat der sonst noch was? Boah, der hat so coole Sachen, aber der hier, oh, 113, das ist echt viel. Nee, komm. Das reicht fürs Erste. Wir können den Rest ohnehin noch nicht benötigen. Alter, diese Lags, nachher mache ich mal kurz eine Aufnahme. Stopp und gucke mal, was hier los ist. Boah, nicht mal alles, der kann den benutzen. Boah, noch lange nicht. Meine Güte, ne, die eigentlich kann ich kaufen, das ist nun gut. Der hier, aber der ist gut. Wow, das sieht vorhin auch cool aus. Den habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Ah, die hat schon einen Helm. Immer den, oder nicht? Nö, okay, doch. Wir einen Helm. Gut, wir können ihr einen Helm geben, weil eine Haube haben wir nicht. Und dann beißt sie nicht ganz so schnell ins Gras. Das ist ja ungewöhnlich und das sieht dämlich aus, aber hier. Was soll der Geiz? Wer ist hier? Morrigan, ganz alleine. Du Emo-Kind. Nun, ja, das ist das Lager in der Gruppe. Habt ihr sie schon bemerkt? Der Hund, das Hündchen. Ich überlege mich gerade, soll ich jetzt schon einen Cut machen? Jo, ich mache jetzt noch einen Cut, weil wenn es so doof rumlägt, dann nicht so gut. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.